Wieso schreist du denn? Willst du gebügelt werden? Hm? Was machst du? Wo wollen wir denn hin, hä? Nach da? Da ist aber kein Durchgang. Guck nicht so. Du kannst da nicht hin. Das habe ich dir doch schon versucht zu erklären. Du kannst da nicht hin. Und das ist auch kein anderes Kätzchen, das bist du. Ja, du. Klar kann das sein. Kleines Bubi, Baby. Du bist schon frech, Dax. Ist gar nicht auf mich. Und das andere Baby, das verkriecht sich wieder in die letzte Ecke und flauscht hier rum. Das ist das Einzige, was du machen willst. Einfach irgendwo rumliegen und rumflauschen. So viel Flausch. Ich bin nur froh, dass er sich bürsten lässt. Die ganzen Knoten rauszuschneiden, das wäre wirklich doof für das Kätzchen. Oh, Cosmo, glaubst du, da ist was für dich drin? Ein Geschenk oder so? Die Tüte ist aber leer, ne? Das Einzige, was in der Tüte drin ist, sind andere Tüten. So, wie sieht's aus mit euch beiden? Wollen wir frühstücken gehen oder wollen wir hier weiter Zeit verschwenden? Guck nicht so böse. Guck nicht so böse. Ich weiß, dass Apolli sowieso mitkommt, sobald wir runtergehen. Der bleibt nirgendwo alleine liegen. Aber ich wollte euch noch diese riesige Pflanze zeigen. Die war so klein, als wir sie gekauft haben. Vor einem Jahr circa. Und jetzt ist sie so groß. Kann man sie teilen? Wenn ich sie zum Beispiel an der Wurzel hier teilen würde, weil meine Calathea, die ich so geteilt habe, die hätte fast nicht überlebt. Die hätte immer noch gelbe Blätter davon. Und ich frage mich, ob ich die hier teilen kann, ohne dass sie so kaputt geht, weil sie halt so wunderschön gerade ist. Und ich will nicht, dass sie gelbe Blätter bekommt. Mein Kosmos sieht daneben aus wie so ein Tiger im Dschungel. Aber ja, das ist eine Monstera. Die ist giftig, wenn man sie isst. Aber meine Katzen essen sie nicht. Nicht wahr? Weil ihr genug im Napf habt. Nein, Spaß. Katzen essen ja Pflanzen nicht, weil sie Hunger haben, sondern weil die, ja, keine Ahnung. Manche haben so eine Störung und knabbern dann alles an. Manche denken, dass sie das irgendwie aus Stress machen. Ja. Und Cosmo und Apollo machen das einfach nicht. Und das ist wirklich sehr entspannend für mich. Ach, was? Was? Wie hast du gemacht? Wie eine Ente? Gar nicht wie ein Kätzchen, sondern wie eine Ente. Ich weiß ganz genau, dass du hier drauf springen willst. Darfst du eigentlich nicht, aber ich weiß auch, dass ich dich nicht davon abhalten kann. Deswegen halte ich das mal lieber fest. Kannst ruhig. Ich erlaube es dir sogar. Ja, dann willst du nicht, ne? Ja, du kleiner, du kleiner.